Das ist ein großer Blödsinn, ist, was sie hier machen. Und warum? Weil sie unser schönes Österreich, wo sie sich eben befinden, in Misskredit bringen. Ah, und die Heide bringen das nicht. In Misskredit. Das ist ein demokratisch gewählte Partei. Demokratie! Jawohl. Wie die Hitler war. Sie machen, sie sind ein Gestriger von vorgestern. Ah, und die Hitler ist ganz anders. Damit haben wir nichts zu tun, nichts. Das ist eine andere Generation. Habe ich auch nicht gewusst. Sind Sie verrückt? Ja. So, ich rufe jetzt die Polizei. Ah, die Polizei. Jawohl. Also, rufen wir uns an. Ah! Erinnern Sie mich, ich bin wieder zurück und ich bleibe 1000 Jahre sich heilig! 1, 2, 1, 2! Und das genügt für alle! Ach, guten Tag! Täglich angegriffen wollten wir so einen roten Luftballon umhängen, ja? Können Sie den irgendwo entfernen, weil das ist eine Gefahr und eine Schande? Eine Gefahr! Haben Sie ihn gewillt, die Heide? Blöder geht's nimmer. Blöder geht's nimmer. Blöder geht's nimmer. Blöder geht's nimmer. Ausländer raus. Geht zurück nach Ihrem eigenen Land. Blöder geht's nimmer. Ja, ja. Ausländer raus. Ja. Solche brauchen wir nicht. Ganz aufzuschreien. Schein ist verboten, ne? Das ist an der Mund. Das ist an der Mund. Ja. Dr. Munz. Kannst du die nicht irgendwie festhalten oder etwas? Das ist ja nicht normal. Wie? Festhalten. Ja, na, das ist nicht normal. Nicht normal. Das ist nicht normal. Wir können filmen, was Sie wollen. Das ist ja so Blödsinn. Da ist ja da ein Witz. Ja, ich muss das jetzt abklären, ja. Bitte. Ja. Also, Frechheit ist das. Was bezwecken Sie jetzt mit Ihrer Aktion? Für die Heide. Was für die Heide? Propaganda für die Heide, dass sie zurückkommt in, als die Leiter auf die FPÖ. Also nicht gut ist, dass sie weggegangen ist. So. Wir brauchen ihn wieder. Ich will Ihnen sagen, in Österreich gibt es Gesetze gegen die Wiederbetätigung der Nazi. Dort wenden Sie sich bitte hin, das ist ein korrektes Gerichtsverfahren. Aber ach, dieses Kasperltheater, das ist wirklich blöd. Und fahren Sie einmal mit Ihren Dings da, das interessiert ja niemanden. Machen Sie das daheim. Diesen Herrn muss man wegen Wiederbetätigung festhängen. Und wegen Sympathie mit Hitler. Schämt euch. Also ich würde schämt schämen. Euch. Und die Heide? Fahren Sie nach Bosnien, fahren Sie nach Bosnien, in dieses Land, fahren Sie nach Russland. Also das wär, Sie können ja, doch nicht die Idiot Heide mit Hitler vergleichen. Ja, das ist doch eine Idiotie. Das ist ja verblödet. Das ist eine Verleumdung. Das ist ja Menschenhetze. Warum fahren Sie nicht nach Bosnien, nach Russland? Was Sie machen, ist Polarisierung. Das ist eine Hetzerei. Was finden Sie von der Heide? Das wollte ich wissen. Mit jemand, der sich so verkleidet wie Sie, würde ich das nie diskutieren. Ist das der Hauptmeister? Sturmbahnführer? Ja, und aus. Aus, habe ich gesagt. Sie heilen! Aus für Österreich! Eins, zwei, eins, zwei! Was bitte habe ich gesagt? Sie sollen abdrehen, verstehen Sie mich, ja? Bitte schön, kleines Mädchen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wissen Sie, wie ich bin? Wissen Sie, wie ich bin? Hallo? Hallo? Papa, zei de kleine Isha, weet je wat heel fijn zou zijn? Een reisje met z'n tweeën naar Artis.
heerlijk in zo'n grote trein. Met een gele ster kun je niet reizen, sprak zijn pa met groot verdriet. Ze vragen je persoonsbewijzen en opvallen, dat wil ik niet. De laatste trein, maar hij wist niet dat het zo zou zijn. Maar slechts enkele weken later kwam een brief met een bevel. 8:30, perron 7. Daar vertrok het hele stel. Isha is nooit weer gekomen. Toch ging ik kijken, maandenlang. Maar als ik nu weer bij de trein sta, word ik opeens weer heel erg bang. De laatste trein, maar hij wist niet dat het zo zou zijn. Hij was nog klein, mijn liefste vriendje, wou graag reizen met de trein. Hij wist niet wat wij nu weten, zijn eerste reis zou ook de laatste zijn. De laatste trein, maar hij wist niet. Ik zal te gerne van deze gelegenheid gebruik maken om sorry te zeggen. Want ik zal het als kaas niet meer gebruiken.